la la la. Hui! Das könnte eher passieren, dass ich nach dem Jetpack frage, dann bei PvP, dass ich, wo mein Jetpack ist. Das könnte vielleicht eher passieren. So. Ja, komm, die machen wir mal kurz dicht, das Fenster da. Sieht zwar nicht schön aus, aber ist halt so. Das Zeug haben wir, das Zeug haben wir. Die drei wollen wir anbauen jetzt noch gleich, genau. Lalalala. Ja, mal. Da ja schon gesagt, ja, mal vielleicht irgendwie, keine Ahnung, mal schauen. Wie gesagt, ich bin halt kein. Ich bin halt nach wie vor kein Freund von PvP. Warum, wieso, weshalb, das weiß. Das weiß die Wissenschaft allein, ich nicht. So, Spice haben wir schon, das haben wir noch. Peace. Das haben wir, glaube ich, heute. Nee, das können wir auch nochmal anbauen. Da haben wir den schon eingebaut. Ich weiß es nicht! Tee können wir anbauen. Oder Relish. Ja, nehmen wir erstmal Relishes mit. Nehmen wir noch die Radieschen mit, dass wir uns die von unten anschauen können. So, du bleibst da. Zack, zack. Zack, zack. Da muss ich mal kurz zurück. Moment, winke, winke, können wir nochmal. Können wir auch nochmal machen. So. Ja, mit dem Bogen war ich mal irgendwann auch gar nicht mal so ultra schlecht. Nur schlecht. So, kommt her hier, Portobellos. Ihr habt jetzt hier ausgedient. Hm, was wollen wir hier unten? Den lecker Spinat. Oh ja, Spinat. Nee, den Spinat machen wir da oben hin. Der passiert besser zwischen. Zack. Ups. So, dann zack ich. Boink, boink, boink. Den auch. Boink, boink. Den. Nein, da doch nicht. Hier hin. Verdammt! So. Gut, dann kann es da ein bisschen weiter wachsen und wuchern und wir können uns hier rum kümmern, dass wir, ja, erstmal wieder Glowstone-Material ernten. Da werde ich ja ganz viel brauchen und ich bin wunderbar um das PvP-Thema rumgekommen, habe wunderbar Abdeckung gefunden und werde nichts mehr dazu sagen, damit es ja nicht auffällt. Mein Jetpack könnte ich mal aufladen. Hey! Lalalala, lalalala, zack! Das Schöne ist, ja, also diese kleine Energiequelle lohnt sich echt schon massiv. Wenn wir da noch das zweite hier dann irgendwann mal an Mann bringen. Das erste auf dem neuen Server ist Power 4 Bogen, dann geht's ab. Ja! Dann kann's losgehen. Wobei ich auch immer ein Freund von unendlich Pfeilen bin, muss ich an dieser Stelle mal dazu sagen. So, das mal außen vor. Wie gesagt, das Schwierige wird jetzt, dass ich jetzt mal gucken muss, was ich schon alles angebaut habe. Tomaten weiß ich, die habe ich angebaut. Den Knobi habe ich angebaut. Spice Leaves habe ich angebaut. Kurkuma ist angebaut. Okra müsste angebaut sein. Rhabarber. Tee habe ich gerade, keine Ahnung. Die habe ich auf jeden Fall auch schon angebaut. Lalala, die Süßkartoffeln auch. Ja. Wenn wir die Sachen hier schon mal rüberbringen. Es dunkelt, nein! Sinnlos, wenn man eine Mob-Farm hat. Ja, vielleicht. Dann hat man genug Pfeile, aber andererseits, so spart man Pfeile im Platz im Inventar und braucht nicht so viel. Puh. Ja, diese komische Anzeige habe ich jetzt heute zum zweiten Mal gekriegt und weiß nicht, wo sie herkommt. Keine Ahnung. Ich weiß nichts. Name ist Hase. Oder Wolf im Schafspelz, wie auch immer. So. Die Würmchen können wir mal hier hin klatschen.
gucken wir erstmal. Kukumba, geht die hier so hinein? Die Tomate da hinein. Spicy Leaf, das da. So, zack. Wie gesagt, das ist jetzt erstmal nur provisorisches Sortieren von den Kram, was ich habe. Ein Skelett-Spawner zu finden. Ja, wenn man das Glück hat, das ist natürlich dann schön. Wups, wieder ein paar Enderpearls. Oder man macht sich einfach das Leben leichter und beginnt mit Agrikulturell, mit Mystical Crops. Ja, ich muss mal gucken, wenn ich irgendwann mal die Motivation für PvP kriege, werde ich das auf jeden Fall vorher ankündigen. Also das werde ich dann nicht spontan machen, wie das hier jetzt. Da werde ich dann ganz lieb und artig sein, damit das auch möglichst viele mitkriegen und dann zugucken können, wie ich mich blamiere. Das größte Problem ist immer noch, warum OBS und Minecraft sich bei mir so überhaupt nicht mehr mögen. Na gut, haben sie noch nie wirklich, aber das ist inzwischen ja ganz, ganz schlimm geworden. So, machen wir mal kurz den da. Zack, zack, zack und zack. Dann weiß ich gleich, was ich unten noch Neues einsortieren muss. Das da! Ups! So, bitte. Skelett. Glowstone. Problem ist, hier habe ich jetzt mal absolut keine Ordnung drin, sondern nach Reihe, wie es irgendwie kommt. Das hier ist mit Sinn, ein bisschen Sinn und kaum Verstand, zumindest grob sortiert. Ach, den Pouch mag ich. Der macht das Leben doch schön einfach. Hey! Glowstone! Glowstone! Und weg damit. Gut, so, hier wächst und gedeiht es weiter. Das ist super. Das heißt, wir können eigentlich nochmal schnell eine Ernte mitnehmen. Dann sehe ich vielleicht auch inzwischen mal, wie gesagt, was, wenn ich jetzt mal alles einmal geerntet habe, bin ich glücklich. Weil dann weiß ich, was ich gepflanzt habe und was noch fehlt. Das ist immer ganz einfach und easy. Wie viel Platz haben wir noch? Okay, ein bisschen haben wir noch. Gibt die Sweet Potatoes her. Der Spinat ist noch nicht. Die Zucchini sind aber... Okay. Zwei Platz noch. So, ein Platz noch. Dann nehmen wir die noch mit. Und jetzt mache ich es mir mal einfach. Das sortiert er ja zum Glück noch nicht ein. Weil es nicht im Lager ist. Zumindest nicht in dem Lager. Und da soll es ja auch nicht rein. Genau, gibt die Chilischoten her. Oh, ich könnte mal wieder auf ein richtig schön selbstgemachtes Chili. So, die Bohnen können wir auch gebrauchen. Den Garlic nehmen wir mit. Den Senf nehmen wir mit. Zwiebelchens. Den Leek haben wir also auch schon. Alles klar, das ja auch nochmal. Ah, PvP. Keine Ahnung, wieso das bis heute so ein rotes Tuch für mich ist. Das ist eigentlich echt eine gute Frage. Keine Ahnung. Ich mag es einfach nicht. Ich mag es lieber friedlich. Mir reicht schon, wenn ich mich mit gepimpten Mobs rumkloppen muss. Ja, hier habe. So. Du Kaulief, du Blumenkohl, du Kaulieflower wachsen ein bisschen schneller. Und ich muss hier unbedingt Holz zwischenpacken, damit ich besser laufen kann. Ist der Spinat wenigstens? Nee, das auch noch nicht. Mäh. Die beiden Sachen fehlen noch und dann haben wir wenigstens mal alles, was gerade gepflanzt ist im Inventar. YouTube 4 gibt es leider nicht. Ja, richtig, kein Wasser. Hier ist kein Wasser zwischen. Die Würmchen hier, das sind Würmchen von Actually Editions. Die kriegst du, indem du mit der Ho im Gras rumhaust und halt hauptsächlich umbuddelst. Da hast du eine gewisse Drop-Trumps, dass die kommen. Und wenn du die auf einem Mitteffekt in die Mitte von so einem 3x3-Feld pflanzt, dann bewässert der das, buddelt es schön die ganze Zeit um und er gießt es auch. Also und düngt, also gießen, düngen, alles macht der. Das ist wirklich ganz toll. Ich mag das Würmchen. Habe ich sehr, sehr lieb gewonnen und man spart so die Wasserquellen, wodurch man natürlich ein bisschen schöner bauen kann. Spinat, immer noch nicht. Neck. Du weißt, ich habe aber nicht gesagt. So, was hatte ich denn hier hingesetzt? Das Willowwood von Biomes of Plenty. Hacker? Was? Ah, oh, ich toll nicht. So, Willow. Bist du das Willow? Jetzt ist die Frage, bist du das Willow von Biomes oder bist du das Willow von Biomes? Nee, ich glaube, das ist das Willow von Biomes. Nehmen wir mal eins raus und gucken wir mal. Nee, das ist Natura. Mist. Und
Zum Glück geht das wieder. Das seht ihr ja dann noch in der Folgen, die jetzt dann kommen. Das hat mich geärgert, weil da auch wieder von Brother with Mods wieder so ein Hardcore-Irgendwas reingekommen ist und ich auf einmal keine Planks mehr machen konnte. Was ich ein bisschen dumm finde, dass man eine Axt braucht, um Planks machen zu können, was gerade im Early Game ziemlich missy ist. Andererseits hätte ich es lustig gefunden. Problem ist, ich fand es einfach dumm, dass man es dann nur mit der Better with Mods Saw machen kann. Wenn es dann wenigstens doch mit anderen Geräten gegangen wäre, hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, okay, das ist ein Gag, kann drin bleiben. Aber so fand ich das eher nervtötend und hab's dann wieder rausgekantet. Ja, nee. Ja, nee. Und hier bist du jetzt... Wachs mal schneller. So, wartet mal. Hab ich denn noch? Was waren das? Die Pava. Alabaster Pava. Ein paar Paviane habe ich noch. So, zack, zack, zack. Aber auch nicht mehr so viel. Im Moment... Nein. Danke aber fürs Angebot. Werde ich vielleicht Betracht ziehen, falls nötig mal. Im Moment habe ich aber eigentlich... Ist nie genug los, dass es sich lohnt. Und ich habe ja... So ein paar Mods sind ja dann doch schon zugegen. Hier und da mal. Aber wenn, komme ich gerne drauf zurück. Lalala. So, jetzt habe ich keinen... Das brauche ich Alabaster. Bist! Alles, alle. So, bist du jetzt? Bist du mal? Bist du immer noch nicht? Mann! Dann holen wir jetzt erstmal ein bisschen Alabaster und noch ein bisschen von den netten Holz hier. Oh. Ich kann doch die Glowstone-Ressourcen hier nicht so liegen lassen. Das ging ja nicht. Und wie gesagt, wenn jetzt Spice of Life, dann den Test mache ich jetzt auch demnächst. Wenn der klappt, muss ich mir mal die Zeit nehmen, das hier sauber und ordentlich neu aufzusetzen. Und dann könnte es halt endlich zu dem inoffiziellen Release kommen von diesem Pack. So, Willow. War doch das Richtige, ne? Biomes. Ja, Biomes Willow. Und vielleicht freut es euch dann ja. So, jetzt brauchen wir noch ein paar Alabaster. Kommt, gehen wir gleich einen ganzen Stack her. Und Pava, so, sehr schön. Ups, ups. Da, da. Aber wie gesagt, jetzt erstmal dann... Wenn jetzt dann Resident Evil kommt und es mich wirklich überkommt, könnte es sein, dass ich dann erstmal ganz viel Resident Evil streame hier auf Twitch. Ah, ich freue mich schon, der Release ist ja jetzt in 5 Tagen. Das ist ja echt nicht mehr so lange hin. Und da freue ich mich doch drauf, weil wie gesagt, der... Teaser, den man anspielen konnte, der hat echt Laune gemacht. Und wenn sie das nur ansatzweise so gut umgesetzt haben wie den, oh ja, dann freue ich mich doch mal endlich wieder auf ein schönes Resident Evil. So. Da soll natürlich keiner hin. Und da bräuchte man einen Koppelstone, da habe ich jetzt aber keinen für. Mach mal so. Hat keiner gesehen! Zudem kriegen wir so viel Kommission. So. Was machst du denn da? Das habe ich nicht genehmigt. Das war so nicht geplant. Wird Ressourcen eingebaut. Ja, ist ja gut, weiß ich auch. Ist mit Absicht geschehen. Dam, dam, dam. So. Sind jetzt die mal endlich... Die wollen mich doch verarschen, oder? Den Brokkoli kann ich schon wieder ernten. Das ganze Kram ja auch schon wieder. Ah! Aber jetzt können wir wenigstens hier vernünftig rüberlaufen. Das ist schon mal ganz toll. Oh, Spinat. Spie und Naht. Yay! Damit fehlt nur noch der Cauliflower. Und dann haben... Naja, sortieren wir erstmal das, was wir haben, ein. Und dann ist das auch erledigt. Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Da, da, da. Wie gesagt, so eine Überlegung ist, dass hier noch eine Etage unterkommt, sprich ein Keller, wo wir unsere ganzen Lebensmittel einlagern und dann müssen wir hier aber auch noch ganz viel ausbauen. Oh, das wird noch lustig. Ich freue mich jetzt schon. So, jetzt haben wir erstmal wieder kurz geguckt, ob keiner guckt. Hier sehe ich gerade nichts drin, was ich hier direkt ansortieren könnte. Da müssen wir hier mal gucken. Garlic haben wir. Mustard. Onion. Leek. Die Pepperoni. Der Rhabarber. So, sehr schön.
Habe ich den Spinat echt noch nirgends? Ah, okay, Moment. Da kann ich sogar noch ein bisschen mehr Platz rausholen. Hoho! So. Sturmwaffel sagt mir sogar was. Der Name sagt mir sogar mal was. Danke für das Kompliment. Ja, wenn's mal, wenn man mal dann vielleicht so ein, zwei mehr Zuschauer hätte oder so 10, 20.000, dann könnte man da, wer das vielleicht war. Aber es macht mir halt immer noch Spaß. Wie gesagt, es sind jetzt über 4 Jahre. Es hat wohl einfach nicht sollen sein. Leider. Okay, das ist interessant. Könnte das durch diese... Es sind ja 2 weitere Magiemods hier hinzugekommen. Ob das mal von einer von denen kommt? Möglich. So, da können wir auch schon wieder ernten. Wunderbärchen. Ach ja, da haben wir natürlich auch noch ganzen Kram drin. Lalalalalala. So, ich nehme mal einen Stein mit. Ihr wisst, glaube ich, schon, wo der hinkommt. Alles klärchen. So. Nehmen wir mal den langen Weg. Das Treppenhaus, weil es auch mal schön ist. Hier runter zu gehen. So mühevoll gebaut und dann nimmt der Kerl immer bloß den blöden Aufzug. Es ist doch so schön, wenn man hier runterkommt. Lalalala. Und wo der hinkommt. Ah, okay. Also die roasted Seeds bringt echt nicht viel. Das wird lustig. Wenn dann wirklich die liebe Futtermod funktionieren sollte wieder oder endlich. Oh Gott, das wird hier aber böse noch. Ja, wir haben Cauliflower, wir haben den letzten. Ja, das ist doch gut. So, hier alles erstmal wieder abernten. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Hier ist nix. Nö, da, bei den Beans ist noch nix. Da. Lalalalalalalalala. Oh Gott, Spice of Life. Dann haben wir wenigstens schon mal eine gute Grundversorgung, um es benutzen zu können. Den Vorteil haben dann die möglichen Beta-Tester oder Alpha-Tester, könnte man ja sagen, von dem Pack hier, wenn es dann soweit ist, dass ich die erste Release davon mache, die inoffizielle, nicht. Die dürfen sich dann gleich mit Spice of Life rumschlagen. So, das auch noch mitnehmen, das noch mitnehmen. Ja, komm, dann können wir auch das hier nochmal komplett abernten. Okay, Platz haben wir noch. Den Riesenwuchsweizen. Und yay! Hey, gibt die Zwiebel her? Oh, schon mehr kein Platz. So, machen wir erstmal da rein. Oh, dich. Ja. So, kann ich auch noch mitnehmen. Hier, das ist. Alter, da ist wieder was Erwachsenes bei. Ja, damit. War da denn auch schon alle erwachsen? So. Zack, zack, zack. Das kann er einsortieren. Den Rest können wir oben in die Kisten schmeißen. Und wir haben damit unsere Erstsortierung. Das heißt, in der Theorie könnte ich jetzt den Rucksack hier mitnehmen. Das, was wir schon haben, rausnehmen und dann sehen wir, was wir noch anpflanzen müssen. Halalalalalalala. Oh, Gottes Willen. Wenn ich überlege, was wir hier noch alles bauen können, also ich glaube, ich kann das hier auf jeden Fall auch fleißig streamen. Weil es ist ja doch schon ein bisschen was noch uns bevorsteht, wenn wir mal ehrlich sind. Was war da eigentlich? Irgendwas war da, das habe ich aber mitgenommen, ich weiß es noch nicht mehr. Bell Pepper, Lettuce, Korn, die da gehören hier rein. Die gehören hier nicht rein. Die gehören hier auch nicht rein. So, zack. Die können da rein, die können da rein. Das gehört rein. Das nicht. Das gehört rein. Das hatten wir schon, dass das nicht. So, die nicht. Das gehört rein. Das auch nicht. Die auch nicht. Genau. So, zack. Bams, bams, bangity bang. Ich sag bang, bang, bangity bang. Es könnte Korn gewesen sein, was da rein drin war. Aber nee, Quatsch, da. Quatsch mit Soße, Korn haben wir da sogar. Verdammt, was hatte ich denn hier jetzt hingesetzt? Bartkratzen? Verdächtig! Das haben wir.
Kukumba haben wir hier? Ja, Eiferbibsch, was war denn da? Ich weiß es doch nicht mehr. Wenn ich schmeiße jetzt aber die Zwiebeln noch ran, hat sie die Sache erledigt. So, lalalala. Wunderbar, Cauliflower dahin, Garlic. Zack, 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 zack. Ah, ich glaube es... Die Spices waren es, glaube ich. Die, ne, die sind da. Verdammt! So, das ganze Kram muss wieder woanders rein. Zack. Zack, zack. Und Zucchini. Alles einsortiert, alles sauber, alles leer. Und jetzt können wir das gleiche theoretisch mit dem Kram hier machen. Und was dann überbleibt, da müssen wir sehen, dass wir das noch irgendwie anpflanzen. Ah, das da. Zucchini, wissen wir schon, dass wir sie haben. Das sind die Pam's Harvest Craft Mushrooms. Die habe ich doch gesucht. Das liebe Obst hier haben wir noch nicht, das weiß ich. Wie gesagt, kann man ja hier mal so den Test machen, aber da wissen wir ja eigentlich, die Sachen sind noch nicht vorhanden. Da brauche ich gar nicht testen. Die Beeren sind es auch nicht. Das haben wir noch nicht. Parsnip ist auch noch nicht da. Das weiß ich. Da können wir schon mal die Turnip. Ja. Und die richtigen Mushrooms. So. Sonst haben wir nichts, was wir gerade... Das heißt, das hier müssten wir doch erstmal... Altzucchini sind schon da. Da ist ja noch nichts drin. Gut, 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 gut. Und den Leak haben wir nämlich auch schon. Wintersquash noch nicht. Beans haben wir schon. Das müssten wir schon haben. Das müssten wir schon haben. So, da. Peanut. Ja. Dann pflanzen wir die Sachen erstmal an. Hör auf zu ruckeln. Ist das so grässlich. Also mit normaler Aufnahmesoftware habe ich ja hier so 40, 50 FPS. Jetzt laufe ich hier mit teilweise unter 20 rum. Und wenn ich gar, gar nichts anhabe, laufe ich hier mit 140 rum. Es ist... armes Systemchen. Das kann einfach schon leid tun. So. Nehmen wir erstmal... Gucken wir mal. Hier die Peanuts. Dann die schönen Erdbeeren. Oh, lecker. Erdbeeren. Dann die da. Wo haben wir denn die anderen? Falscher Rucksack. Der Rucksack. Die Blueberries fehlen noch. Und die Raspberries fehlen nämlich auch noch. Und die Blueberry bleibt dann sogar eine über. Das ist gut. Sonst noch irgendwas Bäriges. Ach, die Blackberries. Na, kurz so machen. Machen wir mal Blackberry. Blueberry. Und die Raspelbeeren. So, jetzt kann ich mein Holz auch wiederholen. Guti, 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 guti. So, die haben wir. Das heißt, das muss noch. Wintersquash, also Winterkürbis. Machen wir hier erstmal die Pilze. Und komm. Yay! Wir haben was angepflanzt und jetzt haben wir keinen Platz mehr. Das ist schön. Vielleicht. Oh, vielleicht auch nicht. Das heißt, das ganz. Die vier müssen wir schon wieder noch anpflanzen. Cauliflower! Lalalalala. Naja, da können sie jetzt erstmal hier schön wachsen und gedeihen. Und wir bringen mal den... Ich mache es jetzt gleich wieder so hier, den Cauliflower mal geerntet. Die können, sind theoretisch auch schon vorhanden. Ja, also, könnten wir ja mal so in der Theorie und Praxis noch weiter ausbauen. Es ist, glaube ich, auch ganz gut, dass ich hier nur so kleine Felder habe. Spart ein bisschen Platz. Ich weiß nicht, ob wir so Riesenfelder wie in der anderen Welt bräuchten, also in dem anderen Pack. Müsste man da mal schauen. Vermutlich brauchen wir sie gar nicht so viel. Wenn man jetzt dann noch hier unten ein paar Gratis-Dienstboten einsetzt, dann muss ich unbedingt mal gucken, ob die auch nicht Vanilla-Kram, wenn ich die hier, Gott, wie heißt das jetzt nochmal? Hier, ihr wisst ja, hier. Ah! Idiotennamen!
ist immer wieder schlimm. Hallo Hirn, sprich mit mir, sag mir, was ich sagen will. Ach Gott, ich komme jetzt gerade echt nicht drauf. Halt, womit ich Villager und so erschaffen kann. Also, na, ihr wisst schon, was ich meine. Custom NPCs, meine Güte. Oh, das war wieder eine schwere Geburt. Die Custom NPCs, da muss ich unbedingt nochmal Testlauf machen. Vielleicht ernten die ja auch Sachen ab, die sie eigentlich nicht ab. Also, die nicht Vanilla sind. Dann könnte man eiskalt hier ein paar von denen hier unten in den Keller setzen. Baut eine Kiste irgendwo hin, wo sie es reinschmeißen können. Und dann ernten sie es vielleicht alles schön ab. Ein Test ist es auf jeden Fall wert. Nein! Halt! Kommst du? Komm wieder her, du. Warum, Schaufel? Warum tust du mir sowas an? Ich muss unbedingt mal den Excavator bauen. Also nicht den Tinker, sondern den anderen, den ich bauen kann. Denn, ja. Dann geht das wenigstens mal schneller. Oh, Essen, hör mir. Oh, ich konnte jetzt echt was zu essen vertragen. Das ist so fies. Warum seid ihr immer so gemein? Warum? Ihr seid immer so gemein zu mir, wenn es ums Essen geht, wenn ich den Tag über noch nicht wirklich gegessen habe. Oh, ich Hunger, aua. Ich mache mal gerade ein bisschen Platz im Inventar. Oh, wie gemein. Gemein. Eine Currywurst habe ich schon ewig nicht gegessen. Und jetzt einen guten Curry. Man, es ist, glaube ich, klar, welche Anspielung das jetzt ist, ne? Oder auf Feen, besser gesagt. So, zack. Gott, ich habe jetzt auch schon so gefühlte Ewigkeiten kein YouTube mehr geguckt. Schlimm. Kommt einfach zu nichts mehr. Man kommt einfach zu nichts mehr. Oh, toll, jetzt fehlt genau einer. Na, was haben wir hier denn vielleicht irgendwie Marble? Nö. Gut, dann machen wir das so. Die brauche ich. Und den brauche ich erstmal. Das hier ist so gesehen also noch Gehweg. Ist er das? Ist er das? Ja, das ist ein Gehweg. Er hat zu mir gesagt, er möchte gern, dass wir auf ihn rumlaufen, also muss es der Gehweg sein. Und dann sehen wir schon mal, wo die nächste Reihe dann beginnt. Für, naja, ihr wisst schon. Neue Felder! Und dann müssen wir gucken, was uns dann noch fehlt. Das holen wir uns dann mal schön über den Market. Damit wir die hier auch wirklich mal richtig schön voll kriegen, alles. In allen und schön dann, ne? So. Gucken wir erstmal. Zack, 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 zack. Ah, toll. Böse Erde. Gut, das ist gut. Das war nicht gut. Der ist falsch. Das ist wieder so ein falscher 50er. Hm, hiervon habe ich nicht mehr so viele. Dann machen wir mal den, machen den. Ja, so bestimmt nicht. Habe ich denn ein bisschen... Nein, habe ich nicht. Schade! Na gut, dann nehmen wir erstmal wieder hier alles mit. Und essen. Oh, ich höre Skelette. Ich werde nicht runterkommen und mit euch kämpfen. Äthel Badge. Oh Gott, die Dinger... Ja, man kann sich auch hier mit Nicht-Fleisch-Sachen ernähren. Das ist alles kein Problem. Sagte er und war kurz vorm Verhungern. Halt! Kommt ihr bitte zurück. Doch, ich brauche noch. Das muss weg. Und den normalen Kabel kann ich mal wegschmeißen. Hat aber noch normalen Marble. Den brauche ich gerade auch nicht. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Das und das nicht. Obwohl, ein bisschen Erde können wir sogar mal behalten. Da, 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 da. Gut, das heißt, ich muss auch wieder noch ein paar Glowstones bauen. Ich glaube, ich fackel hier mal vorsichtshalber nicht, dass wir gleich runterkommen und rennt dann hier so eine ganze Armee entgegen. Das muss ja nicht unbedingt sein. Oh, Kauli. Ja, und für den Glowstone nehmen wir gleich die hier mit. So, gib her das Ding. Lalala. Da, da. Da, da, da. So, zack und zack. Guten Morgen, gute Nacht. So, erinnere ich mich, wie das ging? Ich glaube, ja, das müsste so gekommen. Nee. Nee. Verdammt. Jus. Da. Okay, ich brauche 9 davon. Lalala. So, zack und zack. Sieht nicht sehr produktiv aus.
Und da muss ich jetzt jemanden zitieren, eine Pizza-Sutsch.